In diesem Video werde ich euch 65 Dinge in Minecraft zeigen, die du wirklich bauen kannst. Von kleinen Deko-Möglichkeiten zu wirklich großen Strukturen. Heute ist wieder alles mit dabei und ich hoffe, ihr nehmt die ein oder andere Sache mit für eure Welt. Um einen 26. Teil dieser Serie nicht zu verpassen, einfach ein Abo da lassen ist für euch ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und schreibt mir coole weitere Ideen von euch in die Kommentare, damit ich sie beim nächsten Mal zeigen kann. Let's go! Wenn wir einen kleinen Tisch haben, haben wir eben die Möglichkeit, mit einem leuchtenden Item-Frame das Ganze in die Mitte zu platzieren und dann dort Kaulquappen rein zu platzieren und dann sieht das Ganze schon ein wenig aus wie eine Pizza, aber noch nicht komplett, denn dafür brauchen wir jetzt anschließend noch eine Birkenfalltür und werden diese von hinten aufrichten und schon sieht das Ganze einfach aus, als hätten wir hier so eine Pizza. Finde ich persönlich hammergeil. Wenn ich hier euren kleinen Teich habe, den man ja des Öfteren mal im Garten drin habt, dann haben wir folgende Möglichkeiten. Hier würde ich euch immer empfehlen, Glowleash noch drumherum zu packen, weil das Ganze dann einfach noch ein bisschen vermooster aussieht und gerade beim Anfang von so einem Teich das Ganze viel, viel hübscher machen kann. In der besten Kombination ist es dann allerdings, wenn ihr euch beispielsweise einen Moosblock noch hinzunehmt und diesen drumherum noch ein wenig mit Bone Meal verändert. Denn dann sieht das Ganze richtig schön zugewuchert aus. Also genau das, was wir erreichen wollen in Kombination mit den Leashen. Ich finde persönlich, es gibt kaum etwas Besseres, als wenn man das Ganze so macht. Und dann kann man natürlich diesem kleinen Teich in der Mitte noch hinzufügen mit irgendwelchen Bruchstein oder zum Beispiel auch Lilypads, wie man eben möchte. Ich zeige euch jetzt, wie ihr ein Mini-Dorf bauen könnt, also im Miniaturformat. Ich glaube, wir bauen einmal 7x7 Blöcke auf, also 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und machen das zu einem kleinen Quadrat. Zunächst wird dann erstmal alles umrandet mit Hilfe von Falltüren, ganz, ganz wichtig. Und jetzt starten wir bereits mit solchen Cobblestone-Treppen, dafür einfach 4 Blöcke aushöhlen und diese so praktisch so zusammenführen, denn dann können wir diese auch waterloggen, indem wir dann einfach Wasser hier rein platzieren in jede Ecke. Dann machen wir kurz den Brunnen, einfach 4 mal Holz hoch, dann zack, da haben wir schon den Brunnen fertig. Dann ein paar Wege drumherum, also beispielsweise machen wir so, machen wir hier ein klitzekleines Häuschen, dafür machen wir hier so eine kleine Tür rein. Ist egal, wie rum wir das platzieren tatsächlich. Hauptsache, es funktioniert halbwegs hier. Darauf dann immer nur 2 Treppen, die zueinander zeigen. Und vorne hin, auch ganz wichtig, eine Falltür, um eine kleine Tür zu symbolisieren. So, symbolieren wir am besten noch ein kleines Bäumchen. Dafür Fichtenzaun und einfach ein Blatt irgendwo. Hier beispielsweise können wir einen symbolieren. Und natürlich müssen wir auch noch ein paar Beleuchtungen symbolisieren. Hier zum Beispiel. Im besten Fall kann auch irgendwas gewaterlockt werden. Da habe ich schon eine Idee. Dann hier machen wir Folgendes. Einmal so, zack und zack. Das hier außen kommt wieder weg. Dann haben wir hier so ein Loch. Oder wir können auch Slabs rüber machen. Sieht wahrscheinlich besser aus hier. Eine Mauer oben drauf. Na, so eine Mauer oben drauf. Und Druckplatten. Dann haben wir hier unsere kleine Kirche. Diese können wir dann hier unter auch waterloggen beispielsweise, damit wir eben hier außen ein kleines Weizenfeld machen können. So. Einmal Weizen und dann einmal von mir aus Karotten, damit beides angepflanzt ist. Machen wir noch ein kleines Häuschen hin, zack, darf er nicht fehlen. Und eine klitzekleine Beleuchtung nochmal hier drüben. Und dann haben wir hier so ein Mini-Dorf gebaut. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ich habe oft von euch die Frage bekommen, was ihr machen sollt, wenn ihr so hohe Wände habt. Dafür sind große Regale auf jeden Fall ausschlaggebend. Dafür starten wir einfach nur mit einem Crafting-Table in der Mitte und einem Bücherregal links als auch rechts. Das Ganze wird dann erstmal von vorne aus komplett zugemacht, so. Und auf den Crafting Table kommt direkt ein Blumentopf mit einer Pflanze unserer Wahl rauf. Haben wir das getan, machen wir ein einmal ein Block großes Bild rechts daneben. Also so. Dann müssen wir dafür sorgen, dass wir wirklich sehr hoch eine Wand ziehen können mit Hilfe von Falltüren. Diese müssen alle in dieselbe Richtung aufgeklappt werden. So. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Achtet immer darauf, dass man die wirklich auch zur selben Richtung aufklappen kann. So. Und dann ziehen wir hier schon mal den ersten Strich drüber. Haben wir das getan, machen wir hier vorne direkt einmal Schilder zwischen. Im besten Fall schreibt ihr nichts drauf, so wie ich. Und dort drüber einmal eine Lampe links und Kisten rechts. Die Kisten sehen jetzt nur so aus, weil heute Weihnachten ist an dem Tag, wo ich es aufnehme. Ich wünsche euch noch ein richtig, richtig gutes Fest. Wenn ihr es seht, ist Weihnachten schon vorbei. Ich hoffe, ihr habt richtig schön gefeiert und seid vor allen Dingen gesund geblieben. Dann nehmen wir weitere Falltüren und platzieren diese hier rauf. Und anschließend wird das Ganze abgeschlossen hier oben. Und schon haben wir richtig schön ein kleines und auch süßes Regal gebaut. Passend dazu kann man noch weitere Sachen bauen. Und zwar nämlich starten wir mit einem Altar direkt in der Mitte und können anschließend dann links als auch rechts von mir aus, egal was für einen Holzblock, daneben stellen. Rechts kommt einmal eine Lampe hin und links ein Blumentopf. In meinem Fall platziere ich jetzt Azalea-Bäume rein. Also ihr wisst schon, diese Dinger hier.
Und dann werden wir als allererstes hier 2 Item Frames platzieren, hier als auch hier. Dann, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, platzieren wir Eisentüren so, dass wir diese praktisch nach außen richten, damit wir hier so einen kleinen Henkel erschaffen. Jetzt passend zu dem Block, der sich dahinter befindet, also in unserem Fall ein kleiner Holzblock, nehmen wir einen braunen Banner, den wir so ein wenig darüber platzieren, so dass das Ganze hier noch rausguckt. Jetzt auch wieder Falltür nehmen, einmal zumachen. Und zu guter Letzt ein Buch mit einer Feder hier rein platzieren und schon haben wir einen richtig schönen Schreibtisch. Kommen wir zu einer Sache, die ich wirklich auch schon länger in meinem Haus haben wollte, und zwar nämlich einen Kleiderschrank. Für diesen starten wir mit 3 Fässern, die wir unten platzieren und anschließend direkt mit 3 Armor-Stands, die zu einer Seite am besten nach außen zeigen. Nächster Schritt ist erstmal hier ein paar Schilder ran platzieren, ist, denke ich mal, klar, so. Und dann selbes Schema wie hier, wir nehmen uns hier einfach Falltüren und platzieren diese nach oben. Am besten nehmen wir 4 Stück, so, und platzieren diese hier so ran. Hier kommt direkt einfach mal eine Falltür hin, zack. Theoretisch können wir die hier außen weg machen, größer brauchen wir es eigentlich nicht machen. Und dann ist einfach nur wichtig, was ich persönlich machen würde, ihr könnt natürlich eure Lieblingsrüstung auch hin platzieren. Egal ob jetzt Netherite oder egal ob jetzt Gold, das könnt ihr natürlich auch so machen. Würde natürlich auch schick aussehen. Ich persönlich jedoch mache das Ganze einfach, indem ich Lederrüstung umfärbe, weil ich denke, das kommt einfach am nächsten an Kleidung ran. Muss ich ehrlich sagen. Und schon habt ihr einen schönen Kleiderschrank bei euch im Zimmer. Ich habe euch in der letzten Episode schon einige moderne Builds gezeigt. Und sehr beliebt bei euch waren tatsächlich diese Fische, die man so mit in die Möbel einfließen lässt. Und dafür habe ich heute wieder etwas Besonderes für euch vorbereitet. Wir starten wieder mit dem Bau eines Fernsehers. Dafür nehmen wir uns den dunkelsten Block raus, in dem Fall Black Concrete. Egal wie groß wir jetzt das Ganze hier machen, ich sag mal um die 5x3 Blöcke ist schon ein sehr großer Fernseher, so. Müssen wir natürlich erstmal für ein gutes Sideboard sorgen. Dafür nehmen wir uns Seelaternen und platzieren einfach mal 5 Stück nebeneinander, sollten reichen. Dann gehen wir über in unsere Quarz Slabs und hier aufgepasst, hier unten platzieren wir eine Reihe hin, hier über eine Reihe und hier in der Mitte wird das einfach verbunden nach außen gezogen und dort können wir dann beispielsweise in meinem Fall eine Endrod nach außen drauf platzieren für doppeltes Licht und damit das Ganze auch aussieht wie so eine Soundbar, platzieren wir noch so ein Skelettkopf da eben rauf, so ein bisschen nach innen gerichtet, zack. Und jetzt aufgepasst, wir brauchen eine doppelseitige Wand. Das heißt also, da wo ihr das Ganze platzieren wollt, muss das Ganze von hinten doppelt verdichtet sein. Das heißt, ich ziehe hier außen das Ganze lang, muss jetzt also prüfen, ob das Ganze wirklich gut verdichtet ist. Und das ist jetzt hiermit der Fall. Also, jetzt die Frage, wie machen wir das Ganze? Ganz einfach. Wir bauen hier hinten eine doppelseitige Wand und können dann praktisch, müssen wir allerdings aufpassen, dass das Ganze hier, weil da kommt ja Wasser rein, dass es nicht rausfließen kann. Jetzt können wir ja theoretisch das Ganze hier außen aufmachen und dann im Prinzip hier einmal Glas vormachen. So, jetzt würde ich auf der anderen Seite Folgendes machen. Erstmal müssen wir hier reinkommen, denn hier unten muss ja Seelensand hin, denn das Wasser soll ja aufsteigen. Beziehungsweise die Fische sollen sich ja auch so ein bisschen bewegen. Können beispielsweise hier Seelensand reinplatzieren. Hier hinten machen wir dann wieder zu. Und dann fangen wir an, das Wasser Stück für Stück nach oben zu lassen. Haben wir gleich noch so einen Aufzug mit. Hier oben machen wir auch alles voll mit Wasser. Dann wird für eine Menge Fisch einfach nur gesorgt. Diese werden hier reinplatziert und dann geht es hier. Dann gehen wir hier wieder raus und schon haben wir hier unsere wunderschönen Fische einfach rund um unseren Fernseher. Wir können auch easy eine Amethysten Chest machen. Das ist auch nicht so schwer, dafür nehmen wir uns einfach wieder Trapdoors und im besten Fall noch Fässer dazu. Wir starten also mit dem Fass hier unten, dann umringen wir das Ganze einmal komplett mit Falltüren, die wir natürlich auch anklappen werden. Und wenn wir das Ganze getan haben, können wir anschließend hier mit Hilfe von Fichtentreppen hier hinten welche rauf platzieren. 1, 2, 3 und dann nehmen wir uns Amethysten selber. Und können diese in unterschiedlichen Größen hier rauf platzieren. Ich würde ein kleines links, ein kleines rechts und in der Mitte ein großes empfehlen. Und schon sieht das Ganze aus wie so eine Schatztruhe. Als nächstes zeige ich euch, wie man eine Süßigkeitenmaschine bauen kann. Starten also mit ein wenig Schnee hier unten und werden anschließend 2 Lederhelme erstmal in, je nachdem welche Farben eure Süßigkeiten haben sollen, umfärben. In meinem Fall ist es jetzt rot und blau. So, diese werden also jetzt einmal kurz umgefärbt und dann kommt auch schon der erste hier einmal reingeflogen, zack, und wird auch schon zum Beispiel mit einem blauen Helm ausgestattet. Anschließend brauchen wir Folgendes. Wir nehmen beispielsweise jetzt einfach einen pinken Block und anschließend brauchen wir noch einmal Glas. Also, wir starten jetzt hier eine kleine Barriere, da muss nämlich der zweite jetzt genau reinfallen. Dieser wird aber ein wenig schräger gestellt, damit der beim Reinfallen auch so ein Kreuz ergibt hier.
Ist das passiert, werden wir anschließend jetzt hier einmal einen pinken Block und einen Glasblock rüber platzieren und jetzt im Prinzip nur mit Hilfe von Pistons diese Stück für Stück nach unten drücken. Also so. Numero uno. Und jetzt nochmal. Und schon haben wir hier einen kleinen Süßigkeitenautomaten bzw. Süßigkeiten ausgestellt. Jetzt zeige ich euch ein richtig geiles Regal oder kurzes Sideboard, wie man es auch mal nennen will, was ihr euch in eure moderne Bude auf jeden Fall reinzaubern könnt. Wir starten als allererst mit 4 Blöcken aus zum Beispiel Smooth Quarz oder aber irgendeinem hellen Block. Dann starten wir wieder mit der Kombination aus Item Frames, und zwar genau 4 Stück, wie Trapdoors. Diesmal werden diese allerdings nach oben so gerichtet. Und anschließend werden wir mit dunklen, grauen Bannern arbeiten und somit Schubladen zaubern. Zack. Und jetzt können wir richtig coole Materialien machen. Denn wir werden jetzt nämlich ein wenig zaubern. Und zwar hier ein Blumentopf mit einem Bambus drin und da kommen dann 3 Turtle-Eier rauf. Also so beispielsweise. Dann machen wir weiter mit zum Beispiel einer toten Feuerkoralle. Damit haben wir nämlich auch einen richtig coolen Strauch, was auch sehr gut hierzu passt. Und dann einfach nochmal Candles. Und jetzt aufgepasst, solltet ihr das Dragon Eye besitzen, dann können wir das auch cool machen. Und dafür nehme ich einfach so eine richtig coole Lampe erstellen, die auch noch leuchtet dazu. Ist ein richtig, richtig geiles Sideboard, meiner Meinung nach. Nicht jede Idee stammt von mir. Diese Idee zum Beispiel kommt von dem lieben Lombi, also checkt den gerne mal aus. Ihr wollt einen Marktplatz errichten und einen Stand anbieten. Gar kein Problem. Als allererstes muss natürlich auch erstmal für einen schönen Stand gesorgt werden. Dafür starten wir beispielsweise mit hier einfach 2 Blöcken. Rechts beispielsweise eine Trap-Tor, links ein kleines Tor zum Durchgehen. Anschließend werden praktisch hier solche Treppen rundum geplatziert, die nach außen zeigen. Anschließend werden die Zäune ein wenig nach oben gezogen, so um die 2 bis 3 Blöcke. Bei so einem Stand würde ich eher sagen 3 Blöcke, um ehrlich zu sein, passt dann einfach ein wenig besser. Von hier aus werden dann Streifen gezogen, und zwar nehme ich immer abwechselnd von Wolle. Ihr könnt das auch kariert machen, ich in meinem Fall mache das jetzt aber gestreift. Und wenn wir das getan haben, jetzt einfach Falltüren drumherum platzieren. So, hier oben müssen auf jeden Fall auch nochmal Verbindungen gezogen werden. So. Jetzt natürlich die Beleuchtung ebenfalls noch wichtig. Kann man einerseits natürlich oben anbringen, muss man aber auch nicht. Man kann das Ganze natürlich genauso gut auch hier unten raufstellen. Aber hier würde ich dann beispielsweise Produkte einfach hinstellen. Hier haben wir zum Beispiel eine Kiste oder einen Ofen, falls irgendwie was zum Essen geliefert wird. So einfach geht das. Das waren 65 Dinge in Minecraft, die du wirklich bauen kannst. Wie gesagt, für einen 26. Teil einfach ein Abo da lassen ist für euch ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und schreibt mir eure besten Ideen in die Kommentare, damit ich diese beim nächsten Mal einbringen kann. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen sehr angenehmen Tag.